So, willkommen zurück zu Let's Play Suikoden 2. Ja, im letzten Part hatten wir die Schlacht von Muse und wollten Gilbert rekrutieren. Ich hoffe mal, dass wir es wirklich geschafft haben. Also, ich habe nochmal eben in meinem Stream nachgeguckt. Wir hatten das genauso gehabt. Mit denen, das ja einmal von uns angehittet wurde, mit dem Feuersperren und dann wurde dann er von dem Gegner dann leider verwundet. Und ich habe meinen Stream nachgeguckt und ich hatte dann trotzdem am Ende die 108 Sterne. Also können wir mit großer, denke ich mal, mit großer Hoffnung den dann am Ende haben. Aber das war jetzt noch, weil ich jetzt pass auf schon mal. Aber wie gesagt, drückt mir trotzdem den Daumen, dass wir den haben, ne? Und geben mal die Hoffnung nicht auf, dass wir ihn trotzdem noch bekommen haben. Das nochmal. Nun, bis später. Hey Joey, was machst du da? Ryu. Was machst du denn? Nun. Ryu. Dieser Krieg wird nicht zu schnell vorübergehen. Nanami und du, ihr solltet weit fortlaufen. Also. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von euch traurig um mich ist. Joey. Was machst du? Wer ist da? Wer ist unhöflich genug, mitten in der Nacht an die Tür zu klopfen? Ah. Warst du wach? Ich habe keine Zeit zu schlafen. Wie wäre es in diesem Fall mit einem kleinen Schlummertrunk? Klingt gut. Dies wird dir bestimmt schmecken. Es ist von Kanakan aus dem Süden. Ich habe nur diese eine aufgehoben, um sie mit dir zu trinken. Als mein Fort niederbrannte, war diese eine Flasche alles, was ich tragen konnte. Angenehmes Aroma. So, wie steht es? Starr mich nicht so an. Ich fühle mich, als würdest du mir direkt ins Herz schauen. Entschuldige, das ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Das stimmt. Du bist ganz schön hart im Nehmen. Uff. Die Leute dieser Stadt schlafen jetzt friedlich, aber die Flammen des Krieges werden bald hierher kommen. Selbst wenn wir alle Truppen des Staates sammeln sollten, frage ich mich, welche Chance wir haben, wenn wir den Truppen von Luca Blight gegenüberstehen. Nun, ich schätze 50-50. Ich kann nicht. Ich meine, wir können nicht verlieren. Wenn wir verlieren, ist alles zu Ende. Das Leben von allen. Wenn ich darüber nachdenke, werde ich oft traurig und denke manchmal sogar daran, dass wir uns einfach ergeben sollten. Ein Anführer darfst du nicht denken. Jeder kämpft so hart, wie er kann. Sie haben alle etwas, was sie verteidigen möchten. Du doch auch. Selbst wenn es nur darum geht, dein Leben zu retten. Es gibt Dinge, die man einfach nicht macht. Jedenfalls seh ich das so. Ich werde morgen all meine Kraft brauchen. Nach diesem Trunk werde ich mich ins Bett legen. Mangel an Schlaf schwächt. Sag mal, wenn ich in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort geboren wäre und wenn ich etwas kleiner wäre, würden wir beiden doch gut zusammenpassen, nicht wahr? Also wenn du mich fragst, ich finde, du bist perfekt. Aber ich bin es wahrscheinlich nicht. Du bist eine feine, wohlerzogene Lady. Ich? Mit mir könntest du dich nicht sehen lassen. Egal, also bis morgen. Tschüss. See.
Willkommen, Ryu. Wir haben schon auf dich gewartet. Gehen wir, damit wir Annabelle bald treffen, okay? Was ist denn los, Pelika? Was? Was denn? Oh, Joey? Merkwürdig, ich habe ihn nicht gesehen. Mach dir keine Sorgen. Er kam schon früher nach Haus, genau wie er es versprach. Übrigens, Ryu und ich werden bald zurück sein. Sei also ein braves Mädchen, okay? Die geht eher schlafen. Gehen wir, Ryu. Jo, gehen wir. So, mal kurz ausgepustet. Nicht bei der letzten Aufnahme gemerkt, dass ich ganz schön gepustet habe. Muss ein bisschen aufpassen mit dem Pusten. Mein Mikro kann nicht alles filtern. Müssen es ein bisschen anders machen. Wir kamen, um Annabelle zu treffen. Ja, ich höre es. Annabelle ist in ihrem Zimmer am Ende des Ganges. Euer Freund ist schon da. Unser Freund? Bist du es, Ryu? Komm rein. Nein, es ist nicht Ryu. Entschuldige, Annabelle. Darf ich hineinkommen? Bitte, aber Joey, was willst du in diesem Haus? Oh Gott, Leute, das Bild. Das Bild hat sich verändert. Dein Leben. Ich kam, um dich zu töten. Du machst doch wohl Spaß. Bitte, schrei nicht. Ich kann es nicht glauben, aber vergib mir. Um Muse zu schützen und den Staat und damit alle Menschen hier ein ausgefülltes, reiches Leben führen können. Das ist es, was ich tun muss. Hast du auch so eine Aufgabe? Etwas, was du tun musst, koste es, was es wolle? Ja. Ich muss auch etwas tun. Kannst du die Last tragen, Joey? Hast du wirklich die Lösung? Ja. Ich habe einen Grund, diese Last zu tragen. Und ich werde es. Selbst wenn ich um Hilfe rufe, kann ich wohl das Messer nicht aufhalten. Würdest du mir wenigstens gestatten, dass ich dieses Glas austrinke? Es ist von einem engen Freund. Es wäre schade, wenn man es verschwendet. Es tut mir leid. Jetzt hast du dich verraten, Junge. Joey, was hast du getan? Warum? Warum tust du das? Ryu. Was? Was? Nein, was ist geschehen? Annabelle ist... Joey, was ist geschehen? Joey, du hast doch nicht... Vergib mir, Ryu. Ah, warte, Joey. Okay, warte nochmal neu. Joey, du hast doch nicht... Vergib mir, Ryu. Warte, Joey. Lady Annabelle, die Heilende Armee hat uns über Nacht überraschend angegriffen. Lady Annabelle, was zum... Du, was hast du getan? Was zum Teufel hast du getan? Gib mir eine Erklärung. Lord Jess, die Armee von Highland ist in die Stadt eingedrungen. Was? Wie konnte das so schnell geschehen? Das Tor wurde von innen geöffnet. Jemand muss mit ihnen zusammenarbeiten.
Was? Okay, Ryo, keine Bewegung. Hey, ruf einen Arzt. Ryo. Versuch nicht zu sprechen. Sag Jess, ich brauche keinen Arzt. Ryo, Genkakus Sohn. Du, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Dafür, was der Staat und ich Genkaku angetan haben. Annabelle, sprich nicht. Ryo, Nanami, wart ihr glücklich mit eurem Leben bei Genkaku? Warum fragst du so etwas? Nur natürlich. Es ist so, dann kann ich endlich ruhen. Beeilt euch und flieht. Die Armee von Highland. Sie kommen hierher zuerst. Beeilt euch. Aber... Ich habe eine letzte Bitte. Sterbt nicht, Ryo, Nanami. Lebt. Beeilt euch. Beeilt euch und lauft. Gehen wir, Ryo. Ryo, du. Ich glaube, es war Schicksal. Ich glaube, das Schicksal sandte dich zu mir. Ryo, beeil dich und lauf! Ja, Pilika, wir müssen Pilika retten. Und so hat es Joey auf die Seite des Bösen geschlagen. Aber wir werden alles erfahren, warum er das gemacht hat oder warum er das tut. Das wird alles später im Spiel erklärt. Also habt noch ein bisschen Geduld. Ihr werdet euch vielleicht jetzt genauso wundern wie ich. Aber keine Sorge, Leute, das kommt alles. Es wird alles erklärt, warum. Er ist aber nicht böse geworden. Man denkt, er ist böse, aber er ist nicht böse geworden. Es kommt zwar jetzt so rüber, aber das wird sich alles aufklären. Victor und Flick versuchen, die Armee zu sammeln und etwas Zeit zu gewinnen. Sie werden sich alle in South Window treffen. Ich bereite mich darauf vor, auch dorthin zu gehen. Du solltest auch dort, auch zu entkommen versuchen. Von der Stadt Coronet aus geht ein Boot nach Süden, nach South Window. Warum wartest du? Beeil dich und lauf! Ja! Die Stadt Coronet liegt südlich von hier. Nimm ein Schiff von dort zu South Window. Wir treffen uns dort. Wenn wir es bisher geschafft haben, sollte alles in Ordnung sein. Wie oft sind wir schon so gerannt? Warte, Billiger, wir können nicht zurückgehen. Es ist schon gut. Es ist alles gut, Billiger, du Kleine. Joey wird es schaffen. Wir können nicht zurückgehen.
Angelika. Sie ist endlich eingeschlafen. Hey, Ryu. Ist es wahr? Hat Joey wirklich Annabelle umgebracht? Hm? Nein, er würde so etwas nie tun. So, was werden wir jetzt machen? Weißt du, was ich machen möchte? Ich möchte weit fortgehen. Weit fort von diesem Krieg. Vielleicht irgendwo in die Berge. Wir könnten ein ruhiges Leben führen. Wir könnten ein kleines Feld beackern. Nur wir drei. Doch das wird jetzt nicht möglich sein. Du hast recht. Es ist unmöglich, nicht wahr? Das wird jetzt nicht möglich sein. Vergiss Joey. Es tut mir leid. Ich bin jetzt müde. Ich gehe schlafen. Gute Nacht, Ryu. Gute Nacht, Nanami. Gute Nacht, Joey. Guten Morgen, Ryu. Leona, sie sagt, dass wir nach Koronee gehen sollten, nicht wahr? Hm. Guten Morgen, Pelika. Wir brechen auf, wenn du dein Gesicht gewaschen hast. Hey, Ryu, du gehst auch und wäschst dein Gesicht im Fluss. Wir können ein Boot von hier nach Couscous am anderen Ufer nehmen. Von dort aus können wir wohl nach South Window gelangen. Ein niedlicher, junger Kartograf erzählt es mir. Hm. Was ist los, Pelika? Bist du müde? Ich habe jetzt aber auch gerade. Ich wollte nochmal die Aufnahme neu machen. So, Leute. Ja, wir haben zwar bloß 17 Minuten, aber naja, ist ja nicht weiter schlimm. Der nächste Part wird dann wieder normal Länge. Sag dann mal bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir Gilbert halt noch wirklich haben. Ansonsten wäre halt das perfekte Ende zerstört wegen dem einen Charakter. Das wäre halt nicht so toll. Ich hoffe mal, habe ich so gepustet in dem Part, weil ich habe nämlich letztens gemerkt, oh, ich habe ein bisschen sehr reingeatmet. Ja, na okay, Leute, dann sag ich mal. Zum nächsten Mal. Und jetzt ist ja, ich sag wegen Joey, das wird sich alles aufklären. Keine Angst, Leute. Es wird alles noch erklärt, warum, wieso jetzt er auf die Seite des Bösen gegangen ist. Ja, okay, Leute, dann haut rein. Und bis zum nächsten Mal.